Das kann natürlich auch sein. Felsen haben wir hier noch. Und da haben wir noch einen Felsen. Und da haben wir noch einen Felsen. Und da haben wir noch einen Felsen. Okay, na Jungs. Was läuft so bei euch? Da war noch eine Pagodie. Eine Dragodie. Oh, was haben wir hier denn? Der Boss gerade war schön. Ich hätte gern noch so einen. Ja, jetzt hast du 7000 EP gesammelt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. In, ich weiß gar nicht, wie lange wir spielen. Ich glaube, anderthalb Stunden nehmen sie weniger. Eine Stunde ungefähr spielen wir. Stimmt, davor habe ich ja noch geschrieben. Also eine Stunde ungefähr Spielzeit. Dafür schon wieder... Ja... Kann man machen. Geht da hier rein? Waren wir hier schon mal drinne? Kommt mir recht unbekannt vor. Als Maul, Junge. Hier schon mal den Goblin dazu. Ja, natürlich. Spawn doch noch mehr von dem komischen Zeug. Lalalala. Schauen wir mal das Gold einfach ab, was die Katze hinterlässt. Ach hier, guck mal hier auch. Urgmog. Urgmog. Hallo Urgmog. Der Junge, seine Eltern konnten nicht besonders leiden. Deswegen haben sie ihm den Namen gegeben. Suchender Kristallzauberstab. Ja, der hat mich nicht gesucht. Goldene Truhe klingt auch fein. Goldene Truhe. Oh mein Gott, nein. Oh nein, es war eine Trap. Was ist das? Was ist das denn? Katze, warum machst du sowas? This was a trap. This is so ugly. Und haben wir hier wieder irgendwelche Toten. Wieder welche Toten. Wieder Tote. Ach, die Jungs hier, ey. Das sind so kleine Nekrophile. Denen muss man das einfach gönnen. Die kennen das nicht anders. Da muss man einfach mal sagen, okay, Jungs, ich gönn's euch hier. Passt schon. Aber bitte nicht zu viel, weißt du? Da kann man nicht anders. Haben halt ein schweres Leben gehabt. Schwere Kindheit. So. Ich weiß noch, die allererste Mine, durch die wir sind. Die war so schön. So schön. Aua. Die war so schön herrlich. Und jetzt... hier lauter riesige Mutantenviecher, die einen alle platt kriechen wollen, das ist... Nee, da vergeht mir da, also hier und da vergeht mir da, das ist Appetit und so. Muss ich hier noch storygebunden denken, das stirbst ja nicht. Am Ende sind das ja noch die Bösen und ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich hoffe, keiner glaubt mir jetzt den Quatsch, den ich laber, aber wahrscheinlich schon. Katze Arbeit machen, Blut einsacken und dann zur Katze sagen, du hättest es ruhig schneller machen können. Ach, müssen wir das jetzt auch nochmal alles hier machen oder wie? Oder können wir das alles nochmal machen? Ist wohl eher die Frage. Ja, wir können das alles nochmal machen. Na gut. Ich finde es geil, dass die Leute hier drinnen einfach mal Skelette in ihren Truhen haben. Warum nicht? Ja genau, warum nicht? Ich meine... Ich bewahre auch immer lebende Skelette in meinen Truhen auf. Nochmal alles anbrennen müssen wir das aber nicht, gell? Ich glaub's zumindest nicht. Was macht der hier im Lager? Irgendwie... Schlitzerkoloss? Hä? Ach, die haben die gefangen hier, oder was? Oh, ein Boss.
Ja, gib mal fein Level her, Junge. Gib mal fein. Ist das der Tuba oder was? Schlachtaxt. Brennbare Taverne. Ich finde es ein bisschen sinnlos, dass wir hier alles abbrennen können, weil ganz ehrlich, das ist dann doch nicht so... Phasenportal. Ach lol. Ach, das war hier und ich hab's gelassen. Oh, okay. Okay, 5. 3 und go, 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 go. Go, 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 go. Go, go. Ich hab ja nur 30 Heiltränke. Ich hab 30 Heiltränke, what the fuck. Nicht brennt das Kohledecken. Warum brennen die nicht? Jetzt brenne endlich, Junge! Ganz jetzt? Immer noch nicht? Ich verstehe das in dem brennenden Kohlebecken nicht ganz. Ach, jetzt brennt das. Ah, ich muss das wahrscheinlich in einer gewissen Reihenfolge machen. Sonst funktioniert das nicht. Ja, das passt schon so. Lalalalalala. Ich geh mal noch nicht rüber und schau, ob hier irgendwo was brennt. Das brennt auch nicht, also es ist beim nächsten Mal das andere. Ich frage mich gerade, ob wir hier auch ein Level machen. Das können wir mal wieder ausprobieren. Kleinen Moment. Wir haben... 309. Moment. 309. Nee, wir machen ja keine Level. Okay, das heißt, wir können eigentlich theoretisch die Kohlebecken anzünden. Bis? Okay. Das. Dann eventuell... Nein, auch nicht. Da nochmal zurück. Okay, das. Dann... Das. Dann wahrscheinlich das da oben, weil es am weitesten weg ist. Nein, nicht. Okay. Dann also das. Und das bringt mir jetzt was? Nefferscheusal. Immer noch verdammt, genau. Bringst du mir jetzt Punkte? Gibst du mir Loot? Gibst du mir Level? Gibst du mir irgendwas? Alter, was ist das? Der hat mir Punkte gegeben. Yay! Juhu! Yay! What the fuck? Alter, was ist das denn? Katze? Mein Inventar ist voll. Katze alles geben. Der Katze alles geben. Ich gebe der Katze alles. Ich gebe der Katze alles. Aus dem Auge. Bring mal weg, Katze. Euer Begleiter ist fortgegangen. So, was haben wir hier noch? Ach du Scheiße, noch mehr. Ach du Scheiße. Okay, haben wir hier noch was? Was? Das war's schon? Das war alles? Nur die paar Goldmünzen? Also, jetzt bin ich schwer enttäuscht. Okay, gut. Wie geil, Alter. Da war die ganze Map voll mit Gold. Warum nicht? Warum nicht? Haltet ihr während eines Sticks auf einem Gegenstand die Umschalttaste, hätte ich früher einfach angefangen mit Lesen, hätte ich das auch zu Ende lesen können. Na gut. Hier waren wir schon. Hier haben wir das Häuschen wieder gebrannt. Kann man das hier anbrennen? Nee, kann man nicht. Kommt da jetzt jemand raus? Ja, da kommen welche. So. Dann gehen wir mal hier rein und schauen mal, was hier drin ist. Es wird vielleicht nicht kalt hier, aber ich hätte es auch gemacht, was halt nicht so kalt war. Ja,
la 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 la. Das war die Fledermaushöhle, gell? Na Jungs, wie sieht's aus? Das war die Fledermaushöhle, glaube ich. Genau, da ist das Elixier. Was? Banditenkönig? Hier schon? Na gut. Oh, oh, Brutus der Zerstörer. Vertrümmerer, es tut mir leid, Brutus. Ich bin ja so begeistert. Oh, du tust mir weh. Au, oh mein Gott. Oh. Eieiei, was für ein starker Kampf. Ich... Wow, ich stand kurz vorm Ende. Es war einfach und ja, also. Wow, Brutus, du bist mein Held. Ich wenn ich dich sehe, dann hallo. Ja, 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 ja. Ruhm erhöht. Ihr habt den Rang. Ihr habt den Rang ehrbar. Wo krieg ich sowas denn alles her? Yeah. Oh ja, danke. Ja, noch ein bisschen was? Ich hätte gern noch ein bisschen. Wo krieg ich denn die ganzen. Ich sehe nie meinen Rang, ich sehe nicht, wo meine Skills sind, was ich Damage mache und so, das sehe ich alles nicht. Wo nehmen die Leute denn diese Informationen her? Kennen wir uns? 24 Ruhm. Aber wo steht denn mein Ruhm? Ich meine, ich nicht. Ich meine. Ja, ja, teleportierende Skelette. Wie spannend und aufregend und neu. Junge, da wo ich herkomme aus der Region, da teleportiert sich alles. Da teleportiert sich deine Oma. So. Gelb werfende Fledermäuse. Die lassen wir mal ganz gelb werfen. Dann schauen wir, was da alles liegt. Ruhe mal auch ein bisschen. Oh nein. Eine Falle. Wie konnte das passieren? Oh, die Fledermäuse machen einen guten Job. Okay, dann war's das ja eigentlich schon wieder. Alles erkundet, alles gelootet. Super! Oh, was bist du denn? Oh, willkommen. Gefangener ist doch ja noch. Oh, willkommen! Stört mich jetzt nicht hier gefangen in einem brennenden Haus, da ich einstürzt bin. Oh, willkommen! Ja, ich wohne hier seit langem. Es ist mein Lieblingsort hier. Einfach, ja, ne? Unverteilte Miss? Hä? Unverteilte Fähigkeitspunkte? Wie denn das jetzt? Durch den Ruhm oder was, weil ich Ruhm aufgestiegen bin? Ja, das wäre ja hart. Jetzt sag mir nicht, wenn ich Ruhm aufsteige, kriege ich sowas auch. Klefenschwumm? Ist das hier unten mein Ruhm? Das ist doch nicht mein Ruhm, oder? Nee, kann gar nicht mein Ruhm sein. Wir waren ja dabei und wollten Dornenwall nächste Freischaltstufe 2 und da muss ich Level 42 erreicht haben. Dann würde ich lieber meine Fledermäuse noch ein bisschen skillen wollen. 36%ige Chance auf eine Fledermaus und hier haben wir 25% Angriffsschaden, das nehme ich mal. Ich mache mal ganz kurz das Fenster zu. Kleinen Moment. Oder machen wir so. Ich tue an der Stelle mal ganz kurz mein Aufnahmepause machen. Schau mal kurz nach, was es jetzt genau auf sich hat mit dem Ruhm und wo ich meine Skills und sowas sehe. Und dann geht's gleich weiter. Alles klar, bis dann. Ciao.